Hallo und willkommen zurück bei RimWorld. So, wir sind in der letzten Folge gescheitert. Diesmal ist kreative Name dran. Wir gucken uns auch gleich direkt die Werte an. Aber erstmal, während ich jetzt hier... Weißt du was, du kannst schon mal Gold abbauen, während wir die Map angucken. So, wo bunkern wir uns denn ein? Hier sieht was gut aus. Warte, ist das hier alles Anbaufläche? Nee, ne? Also groß ist die leider auch nicht. Ja, eine schöne Anbaufläche. Wo man nicht so viel zubauen muss, wäre schön halt. Wir müssen uns aber tatsächlich ein bisschen beeilen, weil wir haben nicht so viel Zeit. Bauen wir jetzt hier zu? Können wir jetzt nämlich dann hier... Könnte man hier das Sonnenteil hinstellen. Ungefähr so. Machen wir das. Das ging irgendwie bis hier und dann bauen wir hier eine Stahlwand. Ja, die hier können wir dann mal abreißen. Kriegen wir ein bisschen Stahl wieder. So, jetzt machen wir erstmal hier eine Lagerzone rein. Damit hier alles mal hingetragen wird. So, wir sind noch auf Stufe 1, damit alles nicht so schnell geht. So, jetzt kommen wir mal Stufe 3, damit ihr zuerst trägt. Dann können wir schon mal den Rest eintragen. Wir machen mal Tierpflege weg, das weg. Wir schlachten auch direkt den Affen. Angreifen. So, kochen 2, jagen 1, bauen 2, Feldarbeit 1, Bergbau 2, Waldarbeit 1. Lassen wir so, kann man dann immer manuell neu machen. So, dann gucken wir uns den kreativen Namen mal an. Was kann der denn? Also erstmal ist er am Frieren. Naja, er soll erstmal tragen. Wir müssen nur ein bisschen aufpassen. So, er ist gut im Fernkampf, Nahkampf und im Bauen. Er kann kochen, Bergbau nicht so gut, Pflanzen auch nicht so gut. Auch Tiere, Interesse, Handwerk ganz okay. Medizin, geistige Arbeit. Ja, 34, männlich, künstlerisch, psychisch hochsensibel, aber dafür hübsch. Okay, wir machen jetzt mal gerade Bauen hoch. Die Map ist zwar eigentlich ganz cool, aber anscheinend zu kalt. Er ist ja schon am Erfrieren. Ist das dein Ernst? Wo rennt der denn jetzt immer hin? Er soll bauen. Bö!
Ja, okay, ja. Scheiß Map, Alter. Schneide ich das raus oder lassen wir es drin? Könnte es ja einfach vertuschen, diesen Versuch. Waren ja nur 5 Minuten und dann einfach von vorne anfangen. Schade eigentlich, da hat man mal einen guten Charakter. Und das direkt auf dem dritten Versuch oder sowas. Ich habe extra nämlich nicht vorher aufgenommen, weil genau die Erstellung dauert doch immer so lang. Ich habe da keine Lust, dass dann irgendwie 10 Minuten von den 30 dann irgendwie nur Charaktererstellung ist oder hier Map generieren. Das ist natürlich ein bisschen mies. Schade, die Karte hat mir gefallen, aber die war anscheinend zu kalt. Na gut, dann achte ich mal ein bisschen auf die Temperatur hier. Ich habe nämlich einfach geklickt und habe gesehen, oh, Granit, Marmor, Kalk. Klingt cool. Dann nehmen wir am besten mal was hier von äußerem Rand. Hier sowas, ne? Temperatur ist das okay. Sandstein, Schiefer. Ja, dann schon ein bisschen mehr Abwechslung. Also ich kann, wenn zwei, dann kann ich mich darauf einigen, Schiefer, Marmor oder sowas. Also, dass ich einmal dunkel und hell habe. Hier Schiefer, Marmor und Kalk. Würde gehen. Okay. Bergig. Das ist sogar ein bisschen zu warm manchmal. Egal. So. Ach ja. Konstruktion 7 direkt. Kann aber nicht kochen. Kochen ist sowieso überwertet. Ein Nudist. Och Mann, ey. Das gibt's doch nicht. Sagen wir trotzdem, dann hat sie natürlich einen negativen Buff die ganze Zeit. Wegen Nudist. Wir probieren es trotzdem. Jetzt wollte ich ihn eigentlich wieder kreativer Name nennen, aber ich glaube, kreativer Name hat ein Problem damit, wenn er einen weiblichen spielt. Wer hat kein Problem damit, einen weiblichen zu spielen? Jukulias. Oder hat Jukulias auch ein Problem damit? Keine Ahnung. Wenn er ein Problem damit hat, ist es ja nur umso lustiger, dass er jetzt einen weiblichen spielt. Keine Ahnung, warum man die Leertaste vorher nicht machen muss. Muss man erst schreiben und dann geht das. So. Ich habe mir auch überlegt, diesen... Ist schon fertig? Okay. Es gibt ja so einen Mod, wo man den Charakter dingsen kann. Oh, ein Arctic Fox und sowas ist hier, okay. So, wir warten, bis die Tiere zu uns kommen. Bauen dann aber in der Zeit hier schon mal ein bisschen Zeug ab. So, gucken wir mal. Boah, wenn ich hier zumachen könnte, hätte ich auf jeden Fall eine große Anbaufläche. Hier auch. Hier nicht so. Direkt an einem Schrein wäre eigentlich auch nicht so cool. Stell dir mal vor, ich mache dann ein Stromkabel lang und auf einmal macht... Okay, wenn ich hier zumache, kriege ich das alles niemals beheizt. Aber wir können es probieren. Thank you.
Wir können es tatsächlich probieren. Dann hätten wir auf jeden Fall einen riesen Raum. Ja, am besten erstmal Dings. Wir müssen aber auch direkt für Strom gucken. Können wir ja direkt bauen diesmal. So, jetzt haben wir den hier so. Das würde passen. So, hier würde gehen. Wir lassen diesmal aber einen frei. Okay, die reißen wir auch weg, damit wir hier auch einen Weg haben. Ist aber gut, wenn sie zuerst bauen würde. Okay, wir verbieten die hier mal. Wenn erstmal eins fertig bauen. Danke. So, da wir eh noch keine Batterien haben, bringt das ja noch nichts. Es ging ja erstmal nur gerade darum, hier zuzumachen. Wir haben zwar jetzt noch Plus gerade. Hier, ruppt den auch noch weg. Okay, gucken wir mal, ob wir hier das Dach zumachen können. Ob das funktionieren würde. Oder ob wir noch irgendwo Stelzen reinbauen müssen. Wenn das Dach steht, können wir dann anfangen, Heizungen reinzusetzen. Okay, es wird Zeit zu dingsen. So. Aufsehen lassen wir mal 3. Tierpflege machen wir 2. Kochen machen wir 2. Jagen 1. Bauen 2. Feldarbeit 1. Bergbau lassen wir mal bei 3. Waldarbeit 1. Das lassen wir alles. Oh, die ganzen Schneehasen sind da, okay. Alle Wildtiere jetzt jagen. Schneehase, 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 Schneehase. Und den Arctic Fox auch. Komm schon, Jugulat. Ein bisschen zu lang gewartet. Wir spielen auch wieder auf reiner Zufall. Mittel. So. Guter Schuss. Okay, Produktion. So, Schlacht. Kennen wir ja schon, ne? Machen wir hier hin. Möbel. Was denn mit dem Hund? Immer noch am Dingsen. Okay, Produktion. Stein. Genau, ja, Stein. Möbel, Stahl. Aber die Stühle verbieten wir erstmal.
Und es schaffen, dass wir den auf Transport zu trainieren, wäre das schon nice. Okay, es wird langsam kalt. Wir könnten zwar natürlich was aus Holz bauen, machen wir natürlich aber nicht. Erstmal bauen wir dir jetzt ein Bett. Oder warte, mach mal Dach. Haben wir noch Wildtiere? Nein, haben wir nicht. Gut. Ja, hier oben ist was frei. Wobei hier noch gar nicht alles zugemacht wurde. Okay, das passt so. Hier ist immer noch kein Dach überall. Wo fehlt denn hier das Dach jetzt? Wo fehlt hier das Dach? Hier, oder was? Muss hier noch ein Dach hin? Kein Dach. Was macht Jugulias denn jetzt? Das Bett bauen. Weißt du was? Wir ruppen den hier mal weg. Und wir ruppen das hier mal weg. Jetzt haben wir hier auf jeden Fall wieder ein Dach. Aber wo fehlt das Dach? Warte, kann man jetzt nicht hier irgendwie... Hier fehlt Dach. Also fehlt in der Mitte doch Dach. Sieht gar nicht so aus, ne? Wir machen mal den Bergbau hoch. Jetzt ziehen wir mal hier Stromkabel rein. Dann werde ich jetzt doch irgendwie immer mal so in die Mitte Träger bauen, oder? Wir hier einen hin, hier, hier, da, sollte reichen. So, hier liegt jetzt natürlich noch das ganze Zeug rum. So, Aufgabe, schlachte Kreaturen für immer auf den Boden legen. Alter, wir haben ziemlich warm draußen. So, Bergbau setzen wir wieder runter. Ja, jetzt erstmal alles schlachten, das ist okay, bevor das nämlich jetzt vergammelt. Wir machen Tiere trainieren. Ist schon höher, okay. Damit er auf Transport kommt. Wieso trägt sie denn jetzt? Ach so, lag auf dem Weg wahrscheinlich. Ja, wenn er jetzt noch so warm ist, müssen wir nicht unbedingt jetzt auf die Temperatur achten. Auch wenn ich nicht verstehe, warum hier unbedingt ein Dach benötigt wird. Eigentlich sieht das ja so aus, als wäre hier überall Dach, ne?
Hier ist kein errichtetes Dach, aber hier sieht auch nicht so aus, als wäre hier frei. Ja, wir machen jetzt draußen wieder die Essenslagerung irgendwie. Oder wir setzen wieder hier eine Wand hin. Müssen wir erstmal gucken, wie weit das geht. Ah, bis hier hin. Wenn wir hier wieder eine Tür hinmachen. Wie viel Platz würde hier der Dings einnehmen? Wenn wir den hier so hinsetzen. Es würde gehen. Hier eine Tür, dann kann man hier noch vorbeilaufen. Theoretisch muss man hier gar nicht vorbeilaufen. Wie viel Stahl haben wir denn noch? Nicht so viel. Hier könnte man ihn eigentlich super hinsetzen. Wir machen das hier mal zu. Die tun wir mal weg. Wir machen jetzt hier mal eine Abfallzone hin. Einfach jetzt erstmal provisorisch. Bis mir was Besseres eingefallen ist. Ach, warte. Hier muss eine Lüftung rein. Und die Kühlung. Habe ich fast vergessen. Ja, wir bauen das ja jetzt wie auf der anderen Seite. Ach, wie auf der anderen Seite. Also ihr wisst schon, ne? Wie in unserer die Welt, die funktioniert hat. Jetzt machen wir hier aber erstmal eine Lagerzone, bevor wir die Nährstoffzeug da reinsetzen. Wichtig, Nahrung. Ja, damit das Essen nach draußen kommt. Gut, im Moment eh nicht so wichtig. Da wir keine Ressourcen haben. Okay, sie baut schon ab. Wir machen Bergbau trotzdem nur hoch, damit sie mehr abbaut. Vorratskapseln. Schweres Leder, auch nicht schlecht. Mal gespannt, wie viel wir brauchen, um das hier hochzukriegen. Ach ja, wir brauchen noch Vergnügung, ne? So, Stahlhufeisen. Setzen wir mal hier in die Ecke. Wie sieht's aus? Du brauchst, du hast Dings, ja dann mach mal hier. So, jetzt kannst du direkt spielen. So ist doch schön. So, wir können ja schon mal probieren, hier an vereinzelten Stellen so eine Heizung anzubringen. Jugula, das ist schon ein krasser Charakter. Es gibt ja diesen Mod, da kann man seinen Charakter selber erstellen. Habe ich tatsächlich mal überlegt zu machen. Einfach nur, um einen Charakter zu erstellen. Der muss jetzt nicht einen OP-Charakter zu erstellen. Nein, aber einen Charakter zu erstellen, der gut ist. Ne? Also der jetzt nicht so schlecht ist. Der natürlich auch negative hat. Aber der halt das Wichtigste hat, anstatt dann so Ewigkeiten den richtigen Charakter da rauszusuchen. So, jetzt mach das hier mal bitte zu.
Und das hier auch. So, machen wir mal den Slow-Mo an. Dann machen wir das mal in den Krankenbett. So. Und dann retten wir... Hallo? Dann retten wir den. Kriegen wir auch hin. Der könnte forschen. Na, dann haben wir auf jeden Fall wieder zwei. Wenn wir zwei haben, dann läuft erstmal. Wie wär's, wenn du ihn auch verarztest? Hier, behandel den mal bitte. Und bau mal bitte eine Heizung hier rein. Wobei, ob das was bringt, weiß ich noch nicht. Wir machen erstmal den Bergbau, setzen wir wieder was runter. Wildtiere, ein Schneehase. Müssen wir noch Dach erstellen. Macht er natürlich. So, er ist da. Das heißt... Was habe ich denn jetzt gemacht? Dach erstellen. So, der soll sich jetzt als erstes... ...ums Tragen kümmern. Ach so, der trägt gar nicht, okay. Ja, hat sich das ja erledigt. So, der kriegt hier eine 2. Nur für den Moment, falls sie es nicht kann. Warum ist der jetzt... Es ist so kalt hier. Oder hat der nichts an? Ach, der hat nichts an. Bau mal bitte die Kühlung. Vorratskapseln, okay. Ah, perfekt. Warte, dann setzen wir sie mal auf Tragen, damit jetzt erstmal alles getragen wird hier. So. Ist jetzt auf minus 18 Grad, was mit ihm? Ja, der friert sich jetzt hier kaputt, okay. Weil wir keine Klamotten für den haben. Hätte ich vielleicht noch einen größer hier machen können. Mit dem Trumbo machen wir natürlich erstmal nichts, ist ja klar. Minimale Wohlfühltemperatur ist aber jetzt nicht so tief, ne? Eigentlich ist es hier voll warm, aber warum der so krass friert? Na gut, der hat halt keine Klamotten an, aber er liegt in einem warmen... Alter, 16 Grad. Ich meine, wir könnten probieren, das hier noch zu machen. Dann könnten wir aber schon mal hier ein Gebiet erstellen. Innen.
So. Okay, jetzt haben wir 6 Grad, draußen minus 2. Den machen wir mal aus, weil wir haben ja keinen Strom da. Naja, er erfriert noch nicht. Wir machen trotzdem mal die hier weg. Was denn jetzt passiert? Ach so. Muss noch was getragen werden. Ja, hier Holz. Bin ich froh, wenn das Tragen durch ist. So, weil der erste Versuch gefailt hat und wir dann doch im Ladebildschirm waren, machen wir heute 40 Minuten anstatt 30. So, jetzt machen wir Tragen runter. Es sieht nicht so aus, als ob hier jetzt ein Dach erstellt wurde. So, ihn werden wir jetzt einfach mal provisorisch, wenn er es überhaupt überlebt, auf innen setzen. Ja, eigentlich wollte ich hier so ein Teil reinstecken, aber... Wobei, den könnten wir ja neu platzieren. Können wir ja auch nach drinnen tun. Hasenfleisch. Verdorben. Was machst du denn jetzt? Ach ja, die Überlebensration. Die müssen ja auch noch getragen werden. Ja komm, die tragst du dann auch noch rein. Alter, das ist aber schon ein weiter Weg, ne? Komm, wir verbinden das mal. Dann könnten wir doch vielleicht hier den Strom anmachen. Gut, der hat keine Waffe. Wir machen erstmal hier kein Jagen und kein Kochen. Keine Kunst. Erstmal müssen wir das hinkriegen, dass der überhaupt... Was kann der überhaupt? Der muss erstmal überstehen. Also geistige Arbeit, Handwerk. Keine Feldarbeit, kein Bauen. Der macht nur Handwerk und geistige Arbeit. Dann kann man das bei dir aber wegmachen. Und er kriegt das Aufsehen, so. Dann bauen wir nochmal ein Bett. So, Möbel, bauen noch ein Bett. Dann könnten wir aber auch schon mal die Forschungsstation für den bauen. Ich würde sagen, du hast genug gepennt. Ja, er muss halt jetzt hier drin bleiben. Jetzt könnten wir tatsächlich hier eine Werkzeugkiste hinbauen für beide. Doch praktischer, wenn ich die dazwischen stellen würde, oder? Eigentlich schon. Okay, drin haben wir jetzt eigentlich warm genug. Hätte ich nicht gedacht, dass ich mit zwei
Heizungen diesen kompletten Raum heize. Aber gut, draußen ist auch nicht ganz so kalt. Muss man noch dazu sagen. Komm, ich setz mal einen hier hin. Und wenn ich hier sowieso zwei hinmache, dann kann ich hier noch einen hinmachen. Hier. Hier oben machen wir erstmal nichts. Es geht jetzt darum, dass wir als nächstes hier die Forschungsstation bauen. Das heißt, die machen wir mal aus. Er kriegt auch Feldarbeit, damit er auch drin bleibt. Das kann er lernen. Dann machen wir die hier zumindest schon mal an, hier unten. Wobei die hier größer ist, ne? Okay, dann macht den hier. Und den hier nicht, aber da kriegen wir keinen Strom so schnell hin. Na, wenn wir es so machen, schon. Können wir ja schon mal nochmal eine Heizung hier hinsetzen. So, dann erzeug erstmal Reis. Ach so, ja, jetzt ist natürlich doof. Dann machen wir Feldarbeit runter. Noch einen runter. Das muss weitergearbeitet werden hier. Und wir brauchen natürlich auch Stromkabel noch. So. Fäulnis? Was? Warte! Achso, das ist die Waldarbeit. Hat er aber auch. Er hat nur die Feldarbeit weiter oben. Dann machen wir es einfach so. Er hat auch Tierpflege. Tierpflege kann er machen von mir aus. So, Pflanze entfernen. So, wir müssen jetzt eigentlich stromtechnisch dahin kommen. Okay, er kriegt nur nicht genug Strom, weil hier gebaut werden muss. Wir das hinkriegen. Ne, bevor uns halt wirklich die Nahrung ausgeht, dass wir hier genug Strom für haben. Leute, wenn der jetzt läuft. Im Moment können wir den hier ausmachen. Das ist unnötig. Ach, der kommt nicht raus. Der darf nicht rausgehen, weil er sonst erfriert. Das sind jetzt nicht dein Ernst.
Okay. Ach so, ich hab probiert. Ja, gut, er hat sich eingeschlossen. Er kann nicht kämpfen. Scheiße. Unser guter Trägerhund. Mann, Jugulias, alles deine Schuld. Alles nur deine Schuld. Du musstest dich ja im Zimmer einsperren. Weißt du Bescheid? Naja, wirklich gerissen hat der Hund auch nichts. Aber wenn wir den hier mal zumachen, hier nochmal gerade aufmachen, dann könnten wir hier die Nährstoffpaste schon mal reinsetzen. Wie viel Platz nimmt die in Anspruch? Okay, warte. Der hängt ja jetzt gerade auf innen, ne? Ne, die hängen beide draußen. Dann schlachte mal bitte schnell. Ist kein Koch. Beide können nicht kochen. So. Okay, jetzt setzen wir ihn aber wieder rein. Und du wirst jetzt diesen scheiß Eisbär erlegen. Gute Arbeit. So, bauen. Wird priorisiert, das heißt, es muss zuerst gebaut werden. Hier wächst, okay. Aber wir haben nicht mehr so viel Essen. Wir haben jetzt zwar ein bisschen Fleisch bekommen, aber das wird nicht reichen. Julia, du hast genug geschlafen. Sebastian kriegt nachher noch Ernährungsmangel. Ach so, wir müssen den jetzt hier zumachen. So, Produktion, Nährstoffpaste. Nährstoffspende hat Priorität. Kein Stahl, natürlich. Ist mir egal, ob du zuerst die Trichter baust oder den Nährstoffspender. Hauptsache, du baust beides jetzt fertig. Damit er sich schon mal was zu essen gönnen kann. So nicht. So, jetzt können wir den hier wieder aufmachen. Komm, wir erweitern die Zone mal nach hier oben so ein bisschen. Verkleinern sie hier. So. Machen nochmal den Transport hoch. Wir haben ja jetzt kein Trägertier. Na toll.
Nein, 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 Scheiße. Fuck. Das ist jetzt natürlich alles... Wieso musstest du Gulas treffen? Wenn Sebastian überlebt, können wir dem auch übrigens einen Namen geben. Na gut. Er verhungert gerade. Wir müssen Zone innen ein bisschen erweitern. Leider. Das sieht sehr scheiße aus. Wir müssen mit Glitzermedizin unbedingt behandeln. Ein Kolonist untätig, gefällt mir gar nicht. Aber dem ist jetzt schon kalt da drin. Es wäre besser, wenn sie es selber machen würde, wahrscheinlich. Medizin 8, 2 wird reduziert, es wäre wahrscheinlich echt besser, wenn sie es selber machen würde. Problem ist jetzt natürlich, jetzt kann er gar nichts machen, ne? Wäre gerade angeherzend, weil er keine Klamotten hat. Und wenn wir einen Schneidertisch hier reinsetzen würden... Wir haben noch Holz. Wir haben auch keinen Stahl. Sollen wir mal einen Holzschneidertisch bauen? Und wir verbieten den hier mal. So, wie sieht's bei dir aus? Schwer, schön, also nicht schön. Immunität kommt näher. So, kannst du dich selber behandeln? Nun schlafe bis vollständig geheilt. Dann werden wir jetzt dem Sebastian provisorisch hier eine Einzel machen, damit er den Schneidertisch baut. Kriegst das hin? Okay, er verballert jetzt unser gesamtes Holz. Es geht nur darum, damit er sich selber Klamotten herstellt. Okay, jetzt müssen wir hier drin. Wie viel Holz haben wir noch? Ein bisschen. Wir bauen hier noch ein paar Fackeln hin. Mann, wo ist denn der Scheiß jetzt? Lagerfeuer braucht 20. Was brauchen Fackeln? Auch 20. Bauen wir Lagerfeuer. Wir setzen jetzt hier einfach mal ein paar Lagerfeuer rein. Wurde immun. Müsste da jetzt stehen. So, erstmal Parker, 2 Stück. So, Hose, T-Shirt, Mütze. Mütze tun wir nach oben.
So, der ist am Erfrieren. Wir müssen jetzt schnell diese Lagerfeuer bauen. Reicht jetzt, bau Lagerfeuer. Herdenwanderung Chinchilla. So, wo ist sie? Die knallen wir weg. Da. Jetzt kommt ein Überfall, ist das dein Ernst? Einer mit Melee-Waffe, okay. Wir haben noch zwei Dromedare, keine Ahnung, wo die rumhängen. Wir setzen die mal auf innen, damit sie nach drinnen kommen. Und dann setzen wir sie auf Schlachten. Okay, reicht jetzt mit der Glitzermedizin. Und das ist übrigens kein Krankenbett. So, die starten den Überfall. Wobei wir machen erstmal, dass sie die Forschung machen kann. Oh, er ist schon da. Jetzt kommt... Warte. Oh, fuck. Was denn, du bist jetzt der Kugelschuss. Dann ziehst du dir seine Kleidung an. So, du ziehst ihn jetzt aus. Dann ziehst du seine Kleidung an. So, jetzt darfst du auch draußen rumlaufen. Gute Arbeit. Perfekt. Huskies bleiben. Jetzt haben wir drei Huskies. Das ist doch schön. Wir haben aber keinen Kannibalen. Das heißt, wir brauchen das Menschenfleisch nicht zu verarbeiten. Was machen die jetzt? Haben wir noch andere Wildtiere? Haben wir nicht. Gut. Sollen wir trotzdem Menschen verarbeiten? Ich weiß nicht. Wir setzen bei Jugulas das Kochen mal runter. Kann ja alles der Sebastian dann machen. Ihr könnt auch mal schreiben, wer Sebastian können wir dann ja umbenennen. Er hat es ja jetzt dann geschafft. Wer dann denn jetzt heißen soll. So, hier machen wir auch Leichen, Tierleichen. Aber nichts Verrottendes. Wichtig, hier ist normal. Kommt der Rest hin. Bei Forschung gehen wir natürlich direkt auf Batterie. Bringt natürlich nur nichts, solange hier nichts läuft, ne? Ach, sie steht noch bei Tragen. Wobei, das geht ja hier draußen kaputt, ne? Bergbau 1, damit es mal ein bisschen schneller geht. Hat uns jetzt aber eher doch geholfen, dass da einer kam und uns angegriffen hat.
So. Also wie gesagt, wer von euch Sebastian sein will, sagt Bescheid. Dann benenne ich den um. Außer Jugulias. Jugulias gibt's ja schon. Wer erfriert jetzt? Oh nein! Schnell nach innen mit euch! Wie wär's mal mit Feuer löschen? Wir müssen unbedingt Jugulias reinbekommen. Ich will eigentlich die Folge beenden. So, er ist drin. So, sterben die Hunde weg. Eigentlich schade. Oh, warte, er will bauen? Bauen tut er nicht. Er macht aber Feldarbeit. Das war ja nur provisorisch. Labrador Retriever Rettungskapsel? Also, okay, der ist aber böse. Jetzt kriegen wir aber ziemlich viele Tiere. Wir setzen mal alle auf unbegrenzt, aber die Männchen schlachten wir. Die tun wir auch nach innen. Wir behalten jetzt nur die Weibchen. Na, die sollen sich ja nicht unkontrolliert vermehren. Ein leichtes Lederparker-Viech. Wäre auf jeden Fall für sie ganz gut. Bau den mal bitte fertig. So, und dich setzen wir mal wieder auf innen. Oder eher mal vom Bergbau weg. Ja, erstmal reingehen. Bis dein Parker fertig ist. Oh Scheiße, jetzt haben wir natürlich, sind die hier auch aufgebraucht. Guck mal, ob du die nachfüllen kannst. Den reißen wir weg. So, damit wäre das Holz auch weg. Ich komme einfach nicht hier zum Fetch machen, ne? So, du kannst jetzt den Parker anziehen. So, jetzt kann sie auch weiter draußen arbeiten. Aber erstmal Trägertiere erstellen, ne? Gut, aber ich würde sagen, bevor jetzt wieder irgendwas passiert, war es das für diese Folge und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Also bis dann. Ciao! Oder warte, nee, doch nicht. Wir bauen noch schnell hier ein Forschungsding. Hä? Ist doch gar nicht da hochgelaufen. So. Machen wir die Stühle mal wieder drin. Jetzt brauchen wir noch ein paar Heizungen.
Und die bauen wir weiter. Oh! So, das war's jetzt aber für diese Folge. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Also bis dann. Ciao!